Lise Meitner, die Kernspaltung, Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind für uns aber wichtig. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche und begründende Einleitung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Lise Meitner und die Theorie der Kernspaltung. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Lise Meitner. Zunächst zur Biografie. Lise, eigentlich Elise Meitner, wurde am 7. November 1878 in Wien geboren und starb am 27.10.1968 in Cambridge, England, mit fast 90 Jahren. Lise Meitner war eine österreichische Physikerin jüdischer Herkunft, eine kongeniale Mitarbeiterin Otto Hahns in Berlin. Sie entdeckte mit ihm ein neues Element, das Protactinium, Ordnungszahl 91, und mehrere radioaktive Isotope. Sie lieferte 1939 die zutreffende theoretische Erklärung für die Vorgänge bei der ersten Spaltung eines Atomkerns. Lise Meitner wurde 1878 in Wien als dritte Tochter des jüdischen Rechtsanwalts Philipp Meitner 1839 bis 1910 und seiner Frau Hedwig Meitner-Skowran geboren. Sie hatte noch sieben Geschwister. Die Tochter wurde jüdisch und protestantisch erzogen und 1908 nach eigenem Wunsch christlich getauft. Nach der Bürgerschule in Wien und einem Selbststudium für die Matura am Akademischen Gymnasium Wien begann sie 1901 Physik, Mathematik und Philosophie zu studieren. 1906 promovierte sie als zweite Frau im Hauptfach Physik an der Wiener Universität und arbeitete anschließend ein Jahr am Institut für Theoretische Physik in Wien. Ab 1907 arbeitete sie in Berlin als wissenschaftliche Assistentin, zunächst unbezahlt, bei Max Planck und dann 30 Jahre zusammen mit dem jungen Chemiker Otto Hahn, hier ein Bild aus dem Labor in dieser Zeit. Beide verband von nun an eine lebenslange Freundschaft. Erst 1909 wurde in Preußen das Frauenstudium offiziell eingeführt. Bis dahin musste Lise Meitner die Universität durch den Hintereingang betreten. Hahn und Meitner publizierten 1908 eine Arbeit über den radioaktiven Rückstoß durch Alphastrahler. Dabei handelt es sich um den messbaren Rückstoß, den Atomkerne beim radioaktiven Zerfall aufgrund der Impulsgesetze erfahren. Solch genaue Messungen kleinster Größen erstaunen immer wieder. Mit der Rückstoßmethode entdeckten sie vier neue radioaktive Isotope, das heißt Isotope von bereits bekannten Elementen. Beide wurden hierdurch bekannt und die Arbeitsbedingungen verbesserten sich. Ab 1912 in dem neu gegründeten Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin, dem heutigen Hahn-Meitner-Bau der FU. Lise Meitner wurde 1913 wissenschaftliches Mitglied des Institutes. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges zeigte sie, wie alle anderen auch, Kriegsbegeisterung, beteiligte sich in der Folge aber nicht an Kampfstoffen, auch nicht an der Entwicklung von Giftgas wie Fritz Haber und Otto Hahn. Ab 1916 konnte sie wieder mit Hahn zusammen in Berlin am Institut arbeiten. 1917 entdeckten beide das chemische Isotop Protactinium-231, die langlebige Form des bereits bekannten und bisher Brevium genannten Elementes mit der Ordnungszahl 91. 1949 wurde das Element endgültig international in Protactinium umbenannt, hier im Schema eingekreist und Hahn und Meitner als Entdecker anerkannt. Es handelt sich um ein langlebiges, festes, metallisch wirkendes Zerfallsprodukt des Urans, welches ein Alpha- und Beta-Strahler ist
und in der Natur selten vorkommt. 1918 wurde Lise Meitner selbstständige Leiterin der radiophysikalischen Abteilung des KWI für Chemie, habilitierte sich 1922 und war ab 1926 eine außerordentliche Professorin für experimentelle Kernphysik und damit Deutschlands erste Physikprofessorin. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Lise Meitner 1933 die Lehrbefugnis entzogen. Sie konnte ihre Arbeit mit Bestrahlungsexperimenten mit Neutronen nur am nichtstaatlichen Kaiser-Wilhelm-Institut fortsetzen. Ab 1938 wurde sie nach dem Anschluss Österreichs deutsche Staatsbürgerin und war dadurch besonders gefährdet. Otto Hahn hatte große Sorge um ihre Sicherheit und bereitete ihre illegale Ausreise ins Exil vor, die am 13. Juli 1938 über Holland nach Schweden gelang. Sie setzte ihre Forschungen bis 1946 am Nobelinstitut in Stockholm fort. Otto Hahn und Lise Meitner korrespondierten weiter intensiv miteinander. Nun zum zentralen Thema unserer Protagonisten, zur Kernspaltung. Der italienische Physiker Enrico Fermi hatte 1934 begonnen, Uranatome mit Neutronen zu beschießen. Hier im Bild ein Modell zu diesem Prozess. Enrico Fermi, 1901 geboren und 1954 leider gestorben an Magenkrebs, war 1938 nach Amerika emigriert und hatte entscheidenden Anteil am Bau der amerikanischen Atombombe. Er erhielt den Nobelpreis für Physik 1938. Man glaubte damals, dass schwere Elemente mit Ordnungszahlen größer als 92, die sogenannten Transurane, dadurch hergestellt werden könnten. Von der deutschen Chemikerin Ida Eva Noddack, geboren 1896 in Wesel und gestorben 1978 in Bad Neuenahr, war das genaue Gegenteil, nämlich der Zerfall in mehrere Bruchstücke, richtig vorausgesagt worden. Ihre Voraussage fand zunächst aber keine Beachtung. Zur Physik der Kernspaltung. Die Kernspaltung wird nur bei genügend schweren Nukliden beobachtet. Von Thorium 232, Ordnungszahl 90, aufwärts. Nur bei ihnen ist die Zerlegung in kleinere Atomkerne leicht und mit Freisetzung von Bindungsenergie möglich. Bei einem Beschuss mit Neutronen dehnt sich der Kern zunächst in die Länge. Die lange Reichweite der gegenseitigen elektrischen Abstoßung der Protonen überwiegt dann die anziehende starke Kernkraft mit ihrer kurzen Reichweite. Die beiden Enden des Atomkernes werden auseinandergetrieben, werden instabil und der Kern zerreißt in zwei oder selten auch in drei Bruchstücke. Siehe hier im Tropfenmodell der Kernspaltung. Dabei werden große Mengen der bisherigen Bindungsenergie frei, sowie einige Neutronen. Otto Hahn und Fritz Strassmann, ein deutscher Chemiker und enger Mitarbeiter Hahns, 1902 bis 1980, fanden in einer mit Neutronen bestrahlten Uranprobe im Dezember 1938 durch präzise Messungen winzige Spuren von Barium. Das entscheidende Experiment fand am 17. Dezember 1938 an diesem legendären Tisch statt, im Deutschen Museum nachgebaut, und bewies ein Zerplatzen, später Spaltung oder Nuclear Fission genannt, des Urankernes in Bruchstücke, in mittelschwere Atomkerne. Es war ein Meilenstein, die Entdeckung der Kernspaltung. Otto Hahn beschrieb Ende Dezember 1938 Lise Meitner in Stockholm und sonst niemandem in seinem Institut das entscheidende Experiment mit Fritz Strassmann, bei dem sie durch sorgfältige radiochemische Methoden das Zerplatzen des Urankernes durch Neutronenbeschuss beobachtet hatten und das Entstehen von Barium und weiterer Bruchstücke, vermutlich Technetium, damals Masurium genannt. Retrospektiv scheint neben Barium das Edelgas Krypton entstanden zu sein.
Durch Hahns Analyse und Bericht konnte Lise Meitner am 11. Februar 1939 in Stockholm zusammen mit ihrem ebenfalls nach Schweden emigrierten Neffen Otto Robert Frisch, einem österreichisch-jüdischen Kernphysiker 1904 bis 1975, eine erste und richtige theoretische physikalische Deutung der Kernspaltung geben. Bei dem Vorgang der Kernspaltung wurde sehr viel Energie frei. Eine bisher unbekannte Kraftquelle war damit gefunden. Die beiden Bruchstücke haben zusammen eine kleinere Masse als der ursprüngliche schwere Uranatomkern. Mit Einsteins Formel E gleich mac² konnten Meitner und Frisch aus der Massendifferenz die bei der Kernspaltung entstehende Energie mit 200 Millionen Elektronenvolt pro Atomkern bestimmen. Das ist viel höher als bei chemischen Reaktionen, wo typischerweise 20 Elektronenvolt pro Molekül gewonnen werden. Daneben werden zugleich mehrere Neutronen freigesetzt, die eine weiterführende Kettenreaktion auslösen können. 1944 erhielt Otto Hahn für die Kernspaltung den Nobelpreis für Chemie, welcher erst 1946 überreicht werden konnte. Lise Meitner wurde insgesamt 48 Mal für den Nobelpreis nominiert, unter anderem von Otto Hahn und häufig auch von Max Planck, erhielt diesen jedoch nicht. Das wurde verschiedentlich kritisiert. Otto Hahn war, auch nach Aussage von Lise Meitner selbst, damals wahrscheinlich der präziseste Chemiker der Welt und sein Nobelpreis war längst verdient. Die Verdienste von Lise Meitner und auch von Fritz Strassmann werden heute aber höher eingeschätzt als früher. Lise Meitner erhielt zahlreiche Mitgliedschaften in Akademien und öffentliche Auszeichnungen sowie wissenschaftliche Preise. Hier im Bild eine Gedenktafel in Berlin. Ihr ehemaliger Arbeitsplatz, das frühere Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin, trägt heute den Namen Hahn-Meitner-Bau der FU Berlin. Das extrem kurzlebige chemische Element Meitnerium mit der Ordnungszahl 109 wurde nach ihr benannt. Lise Meitner wurde eine überzeugte Pazifistin und weigerte sich strikt, trotz drängender amerikanischer Anfragen an der Atombombe als einem Massenvernichtungsmittel mitzuarbeiten. Lise Meitner leitete ab 1947 die Kernphysikalische Abteilung des Physikinstituts der Königlichen Technischen Hochschule Stockholm und hatte diverse Gastprofessuren in den USA. In der Nachkriegszeit besuchte sie auch häufig und gerne Deutschland und nahm an verschiedenen Kongressen und Veranstaltungen teil. Es wird geschildert, dass sie sehr intensiv und zielgerichtet arbeitete. Erholung und Inspiration fand sie bei Spaziergängen in der Natur. Lise Meitner liebte die Wissenschaft. Sie führte ein sehr zurückgezogenes Privatleben und heiratete nie. 1960 übersiedelte sie zu ihrem Neffen Otto Frisch nach Cambridge, wo sie die letzten 8 Jahre ihres Lebens verbrachte. Seit 1964 häuften sich Krankheiten und am 27. Oktober 1968 schlief sie friedlich ein. Sie erhielt vielfältige Ehrungen, so hier im Bild 1966 den Fermi Award. Zu Lebzeiten bereits und Würdigungen nach ihrem Tod, aber nicht den verdienten Nobelpreis. Lise Meitner kurz zu ihrem Werk und dessen Wirkung zusammenfassend. Neben den bekannten Arbeiten zur Kernspaltung befasste sie sich besonders mit der Radioaktivität, der Alpha- und der Beta-Strahlung. Sie entdeckte gemeinsam mit Otto Hahn mehrere radioaktive Isotope, darunter Protactinium-231, Actinium-C und Mesothorium. Ihr Hauptverdienst ist die theoretische Erklärung der physikalischen Vorgänge bei der ersten nuklearen Kernspaltung 1938-1939. Sie setzte sich für den Frieden, für die friedliche Nutzung der Kernenergie und für die Gleichberechtigung der Frauen in den Wissenschaften ein. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur.
Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Lise Meitner, untadelig und kreativ waren. Dr. Hans-Jürgen Alexi.